Herr Hauptmann, was macht denn Ihre Frau? Herr Hauptmann, Herr Hauptmann, was macht denn Ihre Frau? Herr Hauptmann, was macht denn Ihre Frau? Sie wäscht sich nicht, sie kennt sich nicht, sie ist nur olle Sau. Oder der Mann mit dem Spuchs ist da. Ach, halt die Fresse, denn weiß ich ja. Hast du denn Geld? Nö, ich hab kein Geld. Wer hat denn den Mann mit dem Kurs bestellt? Komm, Karlinike, komm, Karlinike, komm. Wir wollen nach Bankoyer, da ist es wunderschön. Ja, komm, Karlinike, komm, Karlinike, komm. Wir wollen nach Bankoyer, da ist es wunderschön. Panko, 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 Kille, Panko, Kille, Kille, Hauptsasa. Panko, 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 Kille, Panko, Kille, Kille, Hauptsasa. Panko, 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 Kille, Kille, Panko, Kille, Kille, Hauptsasa. Panko, 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 Kille, Kille, Panko, Kille, Kille, Hauptsasa. Ja. Hey, sachte, sachte. Tja, und dieser Anblick, der hat sich mir ingeprägt. Wir werden mal alle in den Kasten gelegt. Das Sterben ist bald teurer wie das Leben hier. Das gibt jetzt schon Särge aus Packpapier. Bei mir ist es egal, ich bin nicht stolz. Immer rinnende Pappe, ich brauche kein Holz. Und liege erstmal unten ganz leger. Ja, dann wundere ich mir über Erdelschmer. Wir haben zu Hause ein Kanapee. Bitte, bitte, bum, bum. Das ist voll Wanzen und voll Flö. Bitte, bitte, bum, bum. Das schiebt jeden Tag auf einen anderen Fleck. Das rennt aber von der Sardine weg. Gloria, Victoria. Bitte, bitte, Joka, Jassa. Gloria, Victoria. Bitte, bitte, bum, bum. So bin ich denn der Ordnungshüter und schnauze auch mal dann und wann als Vorgesetzter und Gebieter den sogenannten Bürger an. Und wird der Tod mich einst mal nehmen von dieser Welt, dann kommt die Schwind am Grab. Da könnt ihr noch vernehmen, wie durch die Gräser seufzt der Wind. Geht auseinander, bleiben Sie hier nicht stehen, das muss ich mit Ihnen noch machen. Schwirrt, kocht und klirrt, bis der Wirt gerufen wird. Sie sich hört auf der Wirt, schimpft mit mir und wird verwirrt. Es kommt ein Gast und der fasst meinen Mantel voller Hass und ruft weg, dieser geht nach mir den Überzieher weg. Nähe ich dann zu dem Rand, kommt der Kellner hinten an. Bleiben Sie hier nicht zur Tür, zahlen Sie erst den Zeche mir. Bis ich zahle voller Qual, ist er raus aus dem Lokal. Ich hab Fleck ohne Zweck und der Überzieher weg. Bis ich näher das erkläre, dafür drängt die Zeit zu sehr. Das Malheur kommt vorher, hab den gar nicht nötig mehr. Wie ich's mach, gibt's einen Krach. Da hilft auch kein Weh und ach, hab den Schreck und den Dreck und der Überzieher weg! Denk mir doch ein kleines bisschen Liebe, Liebe, sei doch nicht so schlecht zu mir. Oh, spürst du nicht die wenigsten Triebe, Triebe, in die mein Herz verlangt nach dir? Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe, Liebe. Auf der Straße den alten Maler Kraus, den kippten aus dem Hosenbein der Sockenhalter raus. Da rief so ein kleiner Bengel zu dem alten Herrn sehr klug: Sie passen so auf ihren Bandwurm auf, der macht einen Fluchtversuch. Er schmeißt den David Lehm, der sollte nicht was stehen, der sollte doch was anderes nehmen als ausgerichtet. Als sie sich niederbeugte, unter ihrem Bette nachzuschauen, lag ein Mensch dort unten, der beäugte Tante Clara, die empfand ein Grauen. Dass sie nicht in Ohnmacht fiel, blieb ihr ewig unverständlich, und sie sagte zu dem Kerl: Huch, da sind sie ja nun endlich!
ihr eine Träne entkroch. Oh Gott, wie schrecklich! Und der lächelt noch! Warum kommst du denn schon wieder mal zu spät, Marie? Warum bist du denn nicht pünktlich da zur Zeit? Und ich warte, ich warte! Du kommst doch nie! Warum sagst du nicht wenigstens Bescheid? Warum kommst du schon wieder mal zu spät, Marie? Warum bist du nicht pünktlich da zur Zeit? Und ich warte, und ich warte, und du kommst doch nie! Warum sagst du nicht wenigstens Bescheid? Da saß ich in der Küche auf der Backe und die Windeln hingen rum so wunderschön. Und eine Filiale von der krummen Lanke macht der Kleine mir aufs linke Hosenbein. Nachts da konnte keiner ruhig mehr von uns schlafen, denn der Bengel brüllte bis zum Morgen fast. Und dann riss uns die Geduld, jeder ja dem anderen schuld, hätte damals lieber nicht den Zug verpasst. Da bleiben die beiden doch zusammen. Da quälen sie sich noch manche Jahre. Er will noch gern was mit blonde Haare. Vorne doof und hinten Minoren. Na, und denn? Dann sind sie alt. Der Sohn haut ab. Der Olle macht nun auch bald schlapp. Bei Essen Kuss und Schnurrbart Zeit. Ach Menschenskind, wie liegt das weit, als der noch scharf auf Muttern war. Das ist schon beinahe nicht mehr wahr. Der Olle Mann denkt so zurück. Ja, was hat er nun von seinem Glück? Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Ja, und deshalb wird nach dem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. In demselben Augenblick rutscht der Kellner dann zurück auf dem Pflaumenkuchen aus und macht Marmelade drauf, haut dann an dem Angstgefühl, weil er sich nur halten will, in dem Kellner, der da stand, im vollen Milchtopf aus der Hand. Und die ganze Milch, die war direkt zum Schreien. Floss der Kletters vor den Blusenausschnitt rein. Und die Kante, die hat ich mal verkehrt. Ja, denn die Milch, die wusste, wo sie hingehört. Wa? Ich weiß noch immer nach zum Vieren. Da ruf ich ihn, der sticht mir was. Da findet ihr doch eine Wanderniere. Die saß bereits im Schulterblatt. Immer früh um 6 und findet auch noch in Darm ihr Wechsel. Der stellt ihn jede Diagnose. Der kriegt erst ja nicht lange hin, die schüttelt er sich aus der Hose, da weiß ich gleich, woran ich bin. Ja, nun lachen sie, nun machen sie, hier nimmt sie keiner hoch. Oder bist du ein Ehemann und kommst nach Haus, halb 3 in der Früh und sie schimpft dich aus, dann schmeiß dich ins Bett und sage verzeih, wäre ich zu Hause geblieben, wär's jetzt auch 2:30. Kehr dir den Rücken und denke, du schreien, in 50 Jahren ist alles vorbei. Ah, Kindchen, das ist nett von dir, sprach ich hoch erfreut. Aber hier winkt uns Pläsier, ist die höchste Zeit. Hast du die Röcke festgesteckt, pass auf, jetzt kommt der Knalleffekt. Oh, Pippa-Bo, Pauline, du reizt und Blondine. Ich schrei mal tot, uns haben sie als Gehalt entlang.